Abschied vom Happelstadion, aber auch Abschied von Ala, Schimpelsberger und Thanos, Petzos und vor allem der Grieche kämpft dabei offensichtlich mit den Tränen. Aber die neue Generation ist schon da. Der 18-jährige Attila Salay ersetzt Dibon in der Innenverteidigung. Insgesamt 9 Verletzte bei Rapid. Die erste gute Aktion gehört den Grünen aus Wien. Schaub, der Schobesberger ersetzt, und Steffen Hofmann hat da 2, 3 Möglichkeiten, scheitert aber jedes Mal an Martin Kobras, der anstelle des angeschlagenen Andreas Luxe im Tor der Altacher steht. Grauwatz mit der vermeintlichen Befreiung, 22. Minute, Lukas Jäger auf Philipp Netzer! Was für ein Kracher des Altacher Kapitäns zum 1:0 für die Vorarlberger. Absolutes Traumtor, Tor der Runde, vielleicht sogar Tor des Monats von Philipp Netzer. Die Flugeinlage von Richard Strebinger, chancenlos, 29 Meter, 81 km/h, die Zahlen zu diesem Kracher. Rapid über Hofmann, aber Hannes Aigner erkämpft den Ball für die Altacher, sieht, dass Martin Harrer, sein Sturmpartner im 4-4-2, mitläuft, und der scheitert an Goalie Richard Strebinger, der rechtzeitig herausläuft. Die Altacher verdienen sich die Führung sozusagen in der zweiten Hälfte, der ersten Spielhälfte im Nachhinein mit einigen wirklich guten Aktionen. Das schon einmal eine gute Chance auf das 2:0. Dann aber Shepherds im Happelstadion, Florian Kainz und dann Pavelic mit dem Kopfball daneben. Toller Freistoß von Kainz. Der landet genau auf dem Lattenkreuz. Kobras wäre wohl chancenlos gewesen. Und dann Pavelic mit dem Kopfball daneben. Beinahe der Gegenstoß. Eine Minute später. Hannes Aigner mit dem Auge für Martin Harrer. Und das ist eine noch größere Chance für den Steirer im Dress der Vorarlberger auf das 2:0, die er ebenfalls vergibt. In der Pause kommt dann Stefan Nutz bei Rapid für Steffen Hofmann in die Partie. Nach der Pause spielt dann eigentlich nur noch Rapid. Der eingewechselte Prosenik auf Kainz, der zum zweiten Mal an diesem Abend Aluminium trifft. Zur Freude von Martin Kobras. Es soll für Kainz heute offenbar nicht sein. Prosenik mit der guten Kopfballvorlage für den Grazer. Nächster Freistoß für Rapid. 88. Minute. Nutzt schon wieder die Latte, aber dann ist der Ball endlich aus Sicht der Rapidler im Tor. Das Lächeln von Zoran Barisic. Aber wer hat diesen Treffer eigentlich erzielt? Sowohl Prosenik als auch Schwab hechten da Richtung Ball, stoßen mit den Köpfen aneinander, haben beide dann nachher Erinnerungslücken, wissen beide nicht, wer der Torschütze ist. Unserer Meinung nach eher Philipp Prosenik, Schiri Hacker meint eher Schwab. Und dann gibt es noch in der Nachspielzeit die Chance durch Luis Schaub auf das 2:1, die der Mittelfeldspieler aber vergibt. Es bleibt beim Unentschieden. Der Cashpoint SCR Altach erledigt das Unternehmen Klassenerhalt souverän und holt einen Punkt gegen das Team von Zoran Barisic. Konstanze Weiß jetzt mit dem Altacher Kapitän. So trifft man nicht alle Tage. Umso wichtiger das 1:0, dass wir auswärts einen Punkt geholt haben gegen Rapid, auch wenn das Gegentor zum Schluss gefallen ist, denke ich, ist das Unentschieden verdient. Denn wir hatten erste Halbzeit sicherlich die besseren Chancen. Zweite Halbzeit war dann Rapid klar spielbestimmend, auch mit den besseren Chancen. Also ich denke, das 1:1 ist gerecht. Naja, da hat er die Augen zugemacht und da drauf geschossen. Also ich weiß nicht, wie der eingegangen ist, wie er da zum Ball gestanden ist und dass der Ball dann so ins Tor fliegt. Unglaublich, freue mich riesig für ihn. Ja, da werden wir heute noch anstoßen auf das da. Ich denke, es ist ein gerechtes Unentschieden. Wann dann das Tor fällt, ist dann egal. Wichtig war für uns der Punkt, dass wir es einfach aus eigener Kraft schaffen. Und ja, ist für uns als Mannschaft und für den ganzen Verein natürlich ganz, ganz wichtig. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Wir hatten ein unglaubliches Jahr. Wir hatten Europacup. Wir haben als Verein extrem viel gelernt. Die Mannschaft hat sehr viel gelernt. Wir hatten sehr, sehr viele Verletzte. Haben nie darüber geklagt oder haben uns irgendwo beschwert. Haben immer sehr fokussiert auf unsere Ziele hingespielt. Und es freut mich, dass wir es jetzt aus eigener Kraft geschafft haben. Und das macht mich mächtig stolz.
Man hat Ihre geballte Faust schon vor Abpfiff gesehen. War das, als Sie sich informiert haben, wie es bei den anderen Spielen steht oder ausgegangen ist? Ja, sie haben mich gut kontrolliert, so sind die Damen. Ja, nein, natürlich haben wir natürlich kurz vor Schluss haben wir dann die Informationen geben lassen nach dem 1-1. Hier in der Rapid-Viertelstunde kann immer noch was passieren bis zum Schluss. Und ja, es freut mich jetzt ganz einfach auch das Ergebnis heute und bin sehr, sehr froh, dass wir das so über die Bühne gebracht haben. Ja, der Alltagstrainer unter Dauerbeobachtung und es wird heute noch angestoßen, haben wir gehört. Andi Herzog, darf die ganze Saison gefeiert werden bei Alltag? Nein, aber es war klar, dass jetzt die Saison nach der Supersaison vom letzten Jahr das schwierig wird, das zu bestätigen. Und jetzt ist zuerst einmal die Freude riesengroß, dass man nicht absteigt. Das ist klar, weil vor allem die Frühjahrssaison, wenn du immer wieder in den Strudel wieder reinkommen könntest, ist das schon eine extreme nervliche Belastung. Es ist ein Unterschied, ob man einen Meistertitel mitspielt, ist auch Anspannung. Aber wenn du hinten stehst oder wenn du keinen Abstieg spielst, hast du ja nie diese persönlichen oder diese Erfolgserlebnisse wie eine erfolgreiche Mannschaft. Und du hast dann einen gewissen negativen Stress, da ist jeder Fehler dann doppelt strafbar und umso wichtiger war es, dass wir das heute geschafft haben mit einer guten Leistung. Punkt war verdient und wegen einem Anstößen von Wien nach Alltag im Bus können Sie genug anstoßen. Also da bleibt genug Zeit. Vielleicht stoßen Sie ja nur einmal an. Ja, 3 Stunden lang. 3 Stunden? Nein, ich sage nur, wie lange fahren wir mit 7, 8 Stunden? Wir werden schon fahren nicht. Und mit warum sollen Sie es nicht? Ja. Ich meine, manchmal ist es oft so, selbst wenn du eine schlechte Saison gehabt hast, mit so einem Erfolgserlebnis zum Schluss, ist vieles vergessen. Der Trainer darf das nicht vergessen, der muss schon alles richtig analysieren. Aber für die Spieler ist jetzt natürlich einmal ein super fast Abschluss der Saison, weil sie immer noch eine Runde. Es geht um. Herzlich willkommen im Ernst-Happel-Stadion. Auf diesem Kanal gibt es jetzt 90 Minuten Rapid gegen Alltag. Und Rapid verabschiedet sich heute hier aus dem Happel-Stadion. Nach 2 Jahren ist es das letzte Heimspiel in der Bundesliga. Sportlich geht es für die Wiener als Vizemeister. Und das sind sie ja schon fix um eigentlich nichts mehr, außer um die Punkte und um die Prämien. Für die Altacher schon, die brauchen noch einen Punkt mehr, um endgültig aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen, damit es da auch keine Diskussionen mehr gibt. Wir sind gespannt, ob das heute gelingt. Die Schiedsrichter der heutigen Partie sehen Sie jetzt im Bild. Alexander Hakan ist der Mann in der Mitte, der FIFA-Referee, pfeift die Partie und wird an den Linien unterstützt von Robert Steinacker und Richard Hübler. Und bevor das Spiel beginnt, verabschiedet sich Rapid nicht nur vom Stadion, sondern auch von dem einen oder anderen Spieler, zum Beispiel von Michael Schimpelsberger, der die Grün-Weißen nach 5 Jahren verlassen wird. Für ihn war es natürlich nicht nur eine schöne Zeit bei Rapid. Er konnte sich eigentlich nie wirklich zum Stammspieler mausern, hatte auch 2 schwere Verletzungen und jetzt läuft im Sommer sein Vertrag aus. Sie sehen es an seinem Outfit, er ist auch heute nicht im Kader. Also Schimpelsberger wird verabschiedet und noch einer, Thanos Petzos. Alles Gute, die Farben ändern sich nicht. Ja. Sehen Sie da jetzt, ja, die Farben ändern sich nicht, sagt Rapid-Präsident Thomas Kramer. Und da hat er natürlich recht. Thanos Petzos wechselt, wie Sie wissen, im Sommer zu Werder Bremen. Und die Norddeutschen spielen ja auch in Grün und Weiß. Die Frage ist nur, in welcher Liga wird Petzos dann mit Bremen spielen? Das entscheidet sich ja erst am kommenden Wochenende, der Abstiegskampf. In Deutschland ist extrem spannend und Bremen hat das entscheidende Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Und danach wird auch Petzos wissen, ob er dann also in der ersten oder in der zweiten deutschen Bundesliga spielt. Ja, und ein Danke gibt es auch an Deni Ala. Das sehen Sie da schon an der Trophäe, die der Präsident in Kürze überreichen wird. Also Deni Ala geht auch, das ist auch nichts Neues. Er wechselt innerhalb der Liga zu Sturm Graz. Und da ist er jetzt. Genialer. Auch er hatte Pech bei seiner Zeit in Rapid. Es waren natürlich auch schöne Zeiten mit dabei. 12-13 war seine stärkste Saison. Da hat er sich dann im ungünstigsten Moment die Achillessehne gerissen. Und dann war er eigentlich nie mehr der Alte.
Also, das sind die Spieler, die Rapid verlassen. Und ich schlage vor, wir schauen uns jetzt die Spieler an, die heute für Rapid einlaufen. Ein 4-2-3-1 ist es bei den Wienern, wie man es gewohnt ist. Und es gibt jede Menge Änderungen, weil es wieder jede Menge Verletzte gibt. Drei sind neu dazugekommen. Auer und Dibon nach dem Spiel in Mattersburg. Und Schobesberger ist auch nicht fit. Und deshalb heute diese Startformation mit Thomas Schrammel, der schon in Mattersburg für den verletzten Auer reingekommen ist. Salai in der Innenverteidigung neben Sonnleitner und Schaub und Jelic sind in der Offensive neu bei den Rapidlern. So, noch ein kurzer Blick auf die Aufstellung von Damir Kanadi. Auch da gibt es drei Ausfälle. Ortiz und Prokopic sind gesperrt. Luxe ist verletzt. Deshalb heute Kubas im Tor, Pöllhuber in der Innenverteidigung und Luxbacher neu in der Offensive im 4-4-2-System. Also die Altacher wieder wie zuletzt mit zwei Stürmern. Und jetzt geht's schon los. Altach hat Anstoß zu diesem Spiel und spielt in der ersten Hälfte ganz in Weiß von rechts nach links. Interessant, ein sehr junger Mann, der heute bei Rapid in der Innenverteidigung, Attila Salai, 18-jähriger Ungar, der seit 2012 im Rapid-Nachwuchs spielt und in dieser Saison 16 Mal in der Regionalliga Ost für die Rapid-Amateure aufgelaufen ist. Da haben wir ihn. Und er ist also heute in den Kader gekommen, weil 5 Abwehrspieler bei Rapid verletzt sind. Neben Auer und Dieber und auch Maximilian Hofmann, Stangl und auch Wöber, der ja sonst eigentlich der erste Kandidat nach den etatmäßigen Innenverteidigern wäre. Aber der ist eben auch nicht fit, kann in dieser Saison auch nicht mehr spielen. Und deshalb gibt es also heute diesen neuen Namen und dieses neue Gesicht bei Rapid. Pöllhuber und Kobras, zwei neue bei den Altachern. Das sind natürlich Ausfälle, die Damir Kanati schon wehtun mit Ortiz, der zuletzt auch Torschütze war im Heimspiel gegen den DRC, wo die Altacher eigentlich den Klassenerhalt schon fix gemacht haben, aber dann haben sie in der Nachspielzeit diesen Ausgleich bekommen, das Freistoßtor der Wolfsberger. Ja, und deshalb heißt es nachsitzen. Aber um die ganze Situation auch noch ein wenig ins rechte Licht zu rücken, natürlich brauchen die Altacher diesen einen Punkt nur dann, wenn jetzt das Tabellenschlusslicht Grödig die letzten beiden Spiele gewinnen würde. Aber selbst dann müsste Mattersburg heute in Graz gewinnen. Also das ist alles recht kompliziert. Es muss schon einiges zusammenkommen, dass die Altacher noch absteigen. Aber wie gesagt, mit einem zusätzlichen Punkt sind sie endgültig durch. Bedächtiger Spielaufbau bei Rapid, Serjan Krahovac zwischen den beiden Innenverteidigern. Steffen Hofmann fordert und bekommt den Ball, den sich dann die Altacher holen. Schwab wäre natürlich auch eine Variante gewesen in der Innenverteidigung bei Rapid. Er hat ja zuletzt die Lücke gefüllt nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Dibon in Mattersburg. Aber Zoran Barisic hat sich dann heute doch für den 18-jährigen Salai entschieden. Und ich finde das auch gut, wenn man schon solche Spieler in der Hinterhand hat. Warum soll man sie dann nicht auch ins Feuer schicken? Vor allem in einer Partie, wo es sportlich nichts mehr zu verlieren gibt für Rapid.
Jelic wollte hier das Foul, hat es auch bekommen, hat den Freistoß bekommen. Mate Jelic, der also nach Gelbsperre wieder zurück ist im Kader und in der Mannschaft von Rapid und heute wieder den Vorzug bekommen hat gegenüber Tommy, der zuletzt immer die Solospitze gegeben hat. Ist etwas weggerutscht, hat den Ball aber trotzdem bei Rapid gehalten. Salai war da auch kurz am Ball. Der ist natürlich nicht für die Spieleröffnung zuständig. Grahovac soll das machen. Der sieht Schrammel, aber das Zuspiel war zu ungenau. Bietet sich an für den Doppelpass, das hat nicht funktioniert und dann besser weg mit dem Ball, bevor was Gefährliches passiert. Diese Kategorie kann man wohl die Aktion von Netzer einordnen. Für Louis Schaub. Kleins. Rapid versucht durchs Zentrum, da ist wenig Platz. Links würde sich Schrammel anbieten. Schaub rutscht da jetzt auch ein wenig weg. Nachdem davor schon keins Probleme mit der Standfestigkeit hatte. Der Pass war jetzt allerdings gut. Raus auf Keins zumindest. Der Querpass findet dann keinen Abnehmer. Aber immerhin das erste Mal sowas wie Torgefahr vor dem Kasten von Martin Kobras. Zoran Barisic war mit sich selbst und mit der Mannschaft auch ein wenig kritisch, nachdem er schon des Öfteren kritisiert wurde, dass er vielleicht die Leistungen und die Ausbeute von Rapid in dieser Saison etwas schön geredet hat. Zumindest wurde ihm das unterstellt. Am Ende ist es der zweite Platz in Folge für Rapid, also zum dritten Mal in Folge ist Rapid unter Zoran Barisic Vizemeister. Dass es in dieser Saison nicht mehr geworden ist, daran sind die vielen Niederlagen schuld. Louis Schaub kommt da jetzt mal gut durch. Riesenchance für Steffen Hofmann. Kobras kann den Ball nicht festhalten. Jetzt doch. Ah, und Steffen Hofmann kann es nicht fassen, dass da das Tor jetzt nicht gefallen ist. Schaub zunächst mit einem Haken. Kommt er da rein in den Strafraum ganz alleine. Spielt dann quer und Hofmann kann die Chance nicht verwerten. Beim ersten Mal nicht. Ja, und dann war er da möglicherweise sogar mit der Hand am Ball. Ja, und dann hat Martin Kobras den Ball. Also eine erste Schrecksekunde für die Altacher hier in der 9. Minute. Riesenchance für Rapid. Aber es geht weiter mit 0:0. Salai
da mal mit dem langen Ball in Richtung Mate Jelic. Der wird da aber gut abgeschirmt von Pölluber. Und dann macht der Rapidstürmer das Foul. Alexander Hakam kickt da auch mal mit. Hat den Ball da zur Seitenlinie befördert und Martin Kobas wird jetzt den Freistoß für Altach ausführen. Kurz abgespielt natürlich. Das Ersatzpersonal von Zoran Barisic sehen wir da noch. Also von den Verabschiedeten, die Sie vor dem Spiel gesehen haben, sitzt Deni Ala draußen, auch Tommy. Und Prosenik, der zuletzt in Mattersburg als Joker getroffen hat, könnte er auch heute machen. Genauso wie Stefan Nutz. Bekanntes Personal, also bei Rapid. Zwischenbroger kann da bis an den Rapid-Strafraum fast marschieren, bis er mal attackiert wird. Und die Flanke von Schrammel, von Schreiner, verhindert dann Schaub. Jetzt muss Alexander Hakam da zum ersten Mal schlichten. Manuel Schreiner hätte gedacht, da gibt es jetzt einen Freistoß, hat sich den Ball schon zurechtgelegt, aber es gibt nur den Einwurf. Und Rapid kontert Schaub für Schwab. Keins. Wieder Schaub. Jetzt sind die Altacher da schon in ausreichender Zahl am eigenen Strafraum. Das hat zu lange gedauert, bis Rapid da in die gegnerische Hälfte gekommen ist. Also auch Damir Kanadi hat ein paar Ausfälle zu ersetzen. Neben den bereits genannten sind ja auch Lienhardt und Mahop weiterhin nicht fit. Sebastian Brandner heute als Ersatztorhüter auf der Bank bei Altach, obwohl, soweit ich gesehen habe, auch Andreas Luxe da draußen sitzt. Der kann heute aber verletzungsbedingt nicht zum Einsatz kommen mit einer Verhärtung im Oberschenkel. Keins wollte da durchstecken für Schaub, gute Idee, aber auch gut unterbunden von den Gästen. Rebinger muss da nicht eingreifen. Hat aber so ausgesehen, als ob er sich da selbst auch nicht ganz sicher gewesen wäre, ob da noch ein Altacher Spieler lauert. Zum Glück für Rapid war das aber nicht der Fall. Dass die Altacher da zum Saisonschluss hin noch in diese zumindest leicht prekäre Lage gekommen sind, das liegt auch daran, dass sie die letzten 5 Spiele nicht gewinnen konnten. Es gab 2 Punkte von 15 möglichen und deshalb ist also die Geschichte mit dem Klassenerhalt noch nicht endgültig durch. Das hätte jetzt was werden können für Luxbacher, der ist aber auch weggerutscht. Oh, und für die Altacher könnte es wirklich noch interessant werden. Ich höre gerade in Grödig,
steht es schon 1:0 für die Heimischen. Also Grödig führt gegen Salzburg. Und das würde bedeuten, verliert Altach hier heute, dann wären sie wirklich noch nicht durch. Aber wie gesagt, wenn Grödig tatsächlich gewinnt und Mattersburg in Graz verliert, dann schaut es natürlich für die Burgenländer am schlechtesten aus, denn die haben ja in der letzten Runde das direkte Duell gegen Grödig. Und wenn Mattersburg beide Spiele verliert, Grödig beide Spiele gewinnt, dann wäre am Ende Mattersburg der Absteiger. Also, weil wir ja schon dieses eine Tor haben, nicht hier, sondern in Grödig, schauen wir jetzt gleich einmal auf die Blitztabelle. Wie schaut das im Moment in der Bundesliga aus? Also Grödig wäre im Moment trotzdem nicht zu retten. Liegt natürlich daran, dass Altach und Mattersburg jeweils noch einen Punkt halten. Aber sowohl hier als auch in Graz steht es noch 0:0. Richtig interessant wird das dann, wenn die beiden oben, also Altach und Mattersburg, die Spiele verlieren. Spiel jetzt an Schreiner und jetzt bekommt er den Freistoß, den er vorher schon mal haben wollte. Ja, Hannes Aigner wird natürlich in dieser Szene jetzt auch involviert sein. Sagt den Kollegen auch noch, worum es da jetzt geht bei diesem Freistoß. Harrer und Schreiner sind die beiden, die da beim Ball sind. Kurzer Anlauf von Schreiner. Jetzt kommt die Flanke. Die war nicht berühmt. Aber vielleicht bekommt er eine zweite Chance. Schreiner. Jetzt Harrer. Ja, der war in Ordnung. Strebinger erstmals gefordert. Hannes Aigner hatte auch noch seinen Spaß in der Mitte mit Richard Strebinger. Da ist sie noch einmal, diese Flanke von Harrer, die kommt gefährlich, Strebinger kommt raus und ist auch am Ball. Das war in diesem Fall wichtig für ihn und für Rapid. Hoffmann holt sich jetzt mal den Ball, um diesen Spielzug dann zu eröffnen oder nicht. Nein, geht wieder zurück. Altach steht gut formiert in der eigenen Hälfte. Die Vorarlberger verschieben auch gut, wenn Rapid da im Spielaufbau die Seiten wechselt. Hoffmann jetzt mit diesem Chip in Richtung Grahovac, aber gut verteidigt. Zwischenbroger hat das Kopfballduell gewonnen, aber der Ball ist schon wieder beim Gegenspieler. Martin Harrer hatte den letzten Kontakt aus Altacher Sicht. Schön zu sehen, wie die Altacher da auf einen Fehler im Spielaufbau von Rapid lauern, so wie dieser missglückte Pass von Hofmann da jetzt zurück auf Sonnleitner einer gewesen wäre. Da starten sie dann sofort in die Zweikämpfe, da geht es los mit dem Pressing. Auch wenn sie in dieser Szene den Ball nicht erobert haben, aber genau so sollte es funktionieren, wenn Rapid da hochsteht. So stellt sich Damir Kanadi das wohl vor.
Ein missglückter Abschlag von Strebinger war das jetzt. Altach ist wieder im Ballbesitz, aber Netzer gibt die Kugel dann schnell wieder her. So, was ist da jetzt passiert? Der Ball von Strebinger da nicht korrekt abgespielt. Der muss mal kurz ruhen, bevor er aus dem Strafraum rausgespielt wird. Das war in diesem Fall nicht so gewesen. Deshalb musste das Ganze wiederholt werden. Aber mittlerweile ist der Ball schon wieder beim Gegner, wollte ich sagen. Aber das ist auch schon wieder zweimal überholt. Netzer hat mal etwas Platz. Philipp Netzer, Schreiner über links. Die flache Variante wäre gar nicht schlecht gewesen, aber natürlich nur dann, wenn der Ball ankommt. Netzer! Philipp Netzer, was war das für ein Schuss? 1:0 für Altach in der 22. Minute, unfassbar. Ein Gusto-Stücker von Philipp Netzer, der hier sein erstes Saisontor erzielt. Schauen Sie sich das noch einmal an. Da wird der Ball, den Rapid eigentlich nur hinten rausschlagen will, schnell abgefangen. Und dann Netzer mit dem Außenriss, mit dem linken Fuß. Ein unglaubliches Tor. Wunderbar. Und Strebinger natürlich genauso überrascht wie wir alle. Und deshalb auch chancenlos. Viertes Bundesliga-Tor für Philipp Netzer im 57. Spiel. Ich kann mich ehrlich gesagt an seine ersten drei jetzt nicht so genau erinnern, aber ich vermute mal ins Blaue hinein, das war sein schönstes. Das ist mal eine Überraschung. Jetzt führt Altach hier und damit ist eins auch völlig klar. Mission Klassenerhalt damit abgeschlossen. Da sind die Altacher sogar zwei Punkte im Plus. Ja, und jetzt ist Rapid natürlich doppelt gefordert. Das ist ein Tor, das den Altachern absolut entgegenkommt. Jetzt können sie dieses Spiel, das sie schon in der Anfangsphase aufgezogen haben, intensivieren, nämlich die eigene Hälfte verbarrikadieren. Den Mannschaftsbus vor dem eigenen Tor parken, wie man das so schön sagt, und dann auf die Konterchancen lauern. Hara, Martin Hara. Das ist schade, der Pass war ziemlich schlecht. Luxbacher wäre da gut gestartet. Und wenn das Zuspiel von Hara gut kommt, dann ist er alleine unterwegs auf Strebinger. Hätte diesen Ball bekommen sollen. Der Pass war jetzt nicht so gut und Jelic kann sich dann auch im Zweikampf nicht behaupten. Schreiner. Hara in der Mitte. Martin Hara nimmt Schreiner mit. Emanuel Schreiner. Die Flanke reißt ihm ab und landet hinter dem Tor. Also so hat sich Rapid den Abend mit Sicherheit nicht vorgestellt. Es ist der Abschied nach zwei Jahren hier aus dem Ernst-Happel-Stadion. Ab Sommer spielen die Grünen dann ja in ihrer neuen Heimat, eigentlich im neuen Stadion, in der alten Heimat, im Allianz-Stadion in Hütteldorf. Und
auch wenn das mit dem Happelstadion jetzt nie die große Liebesbeziehung war, so war es doch recht in Ordnung. Die Wiener haben jetzt hier in 2 Jahren einen Zuschauerschnitt von 17.000 gehabt. Das ist der höchste Saisonschnitt seit 1953, also seit über 60 Jahren. Von daher war es schon mal ein Erfolg. Aber man rechnet bei Rapid natürlich auch, dass dieses neue Stadion mit seiner dichten Atmosphäre ohne Laufbahn dann auch den einen oder anderen Punkt mehr bringt, weil der Heimvorteil wieder etwas größer ist für Rapid. Das kann man nicht oft genug sehen. Lukas Jäger mit der Vorlage, er legt den Kopfball ab und Philipp Netzer hält einfach mal drauf. Wirklich großartig. Ich würde nur interessieren, wenn er es 10-mal probiert, wie oft er den genau so trifft. Wahrscheinlich nur ein einziges Mal. Tja, aber es war ein absolutes Traumtor und das zaubert natürlich auch dem sonst sehr kritischen Damir Kanadi mal ein Lächeln aufs Gesicht. Hat er jetzt gleich wieder Grund zum Lächeln? Nein. Zumindest vorläufig noch nicht. Hara war da unterwegs in den Strafraum, verfolgt von Grahovac. Und das war kein Foulspiel. Grahovac setzt zwar seinen Körper ein, aber da hängen sich beide ein wenig ein. Und wäre ich an der Stelle von Alexander Hakam, hätte ich da jetzt auch nicht gepfiffen. Schaub, Louis Schaub für Steffen Hofmann. Schwab. So, jetzt gibt es den ersten Eckball in diesem Spiel. In Minute 28 sagt auch einiges darüber aus, dass das Offensivspiel bei Rapid bislang noch nicht so klappt, wie man das gerne hätte. Kurze Variante von Hofmann für Schaub, die ist völlig misslungen. Aber der Konter von Altach, der kriegt auch nicht. Also was die Torschüsse oder Schüsse generell betrifft, ist es ein sehr überschaubares Spektakel bislang. Es gab insgesamt 3 Schüsse. 2 hat Rapid abgegeben, Altach einen einzigen. Einer kam aufs Tor und der war drin. Das war das Tor von Philipp Netzer aus 29 Metern hier. In Minute 22, so spielt man auswärts. Mit so einer Effizienz kann man auch mal bei Rapid gewinnen. Aber von Gewinnen wollen wir jetzt noch nicht reden. Es ist noch nicht mal eine halbe Stunde gespielt. Da ist noch viel Zeit, aber von Rapid muss mehr kommen. Das war jetzt noch nicht allzu viel in den ersten 30 Minuten.
wieder der bedächtige Spielaufbau. Rapid hat natürlich sehr viel Ballbesitz. Zwei Drittel der Ballkontakte für die Wiener. Auch eine tolle Passquote mit 80%, aber davon kann man sich nichts kaufen. Was zählt, sind die Tore und was man braucht, sind Abschlüsse. Schau, hat den Ball noch, bevor der in Seiten ausgeht. Hofmann, Jelic kommt in der Mitte nicht ran, aber das war zumindest wieder mal eine gefährliche Aktion. Zur Information, in Grödig ist mittlerweile der Ausgleich gefallen, also es steht 1:1 zwischen dem SV Grödig und Salzburg und den Grödigern helfen ja nur Siege weiter, aber so wie Altach das hier bislang gestaltet, brauchen sie auf gar niemand anderen zu schauen. Luxbacher, fair vom Ball getrennt. Das war diese Offensivaktion von Rapid, der Querpass von Steffen Hofmann, den Jelic in der Mitte nicht erreicht hat. Altach spielt hier defensiv mit einer Fünferkette, deshalb fällt es Rapid auch schwer, das Spiel über die Flügel zu forcieren. Ich habe den Eindruck, dass die Wiener das schon wollen, aber diese breite Verteidigung macht es schwer, da über die Außen gefährlich zu werden. Und defensiv ist es dann ein 5-3-2, das auch das Zentrum sehr gut schließt bei den Altachern. Dagegen findet Rapid bislang kein Mittel. Jetzt gibt es die Kontermöglichkeit. Ah, hätte sie gegeben, aber wieder mal ein ungenauer Pass, der die Altacher damit um eine gefährliche, möglicherweise gefährliche Aktion oder Chance bringt. Sonnleitner, Babelic, Hofmann verliert da den Ball gegen Hannes Aigner. Das sind die Situationen, auf die die Altacher lauern. Jetzt müssen nur ausreichend Spieler nachrücken. Harrer rein in den Strafraum. Und Strebinger kommt raus, hat da jetzt kein Foulspiel begangen. Das sind natürlich immer kritische Situationen für den Torhüter, denn da muss Strebinger rauskommen, das weiß er auch. Wir schauen uns die Szene noch einmal an. Hier der Ballverlust von Steffen Hofmann. Das darf ihm eigentlich nicht passieren. Das ist eine Szene, die Rapid enorm wehtun kann. Dann der Pass von Aigner für Harrer, einen Tick zu steil. Harrer ist als erster am Ball. Ja, und was dann ein Foul von Strebinger. Schauen wir noch einmal hin. Naja, ganz sauber war das nicht. Also Harrer ist als erster am Ball, schießt Strebinger an und irgendwie berührt er dann auch noch den Gegenspieler. Ich meine mal, das ist jetzt eine grenzwertige Situation. Alexander Hakam hat sie weiterlaufen lassen. Freistoß jetzt für die Altacher. Strebinger kann den Ball nicht fangen, nur fausten und wurde da jetzt anscheinend von einem Gegenspieler, ich glaube es war Aigner, getroffen. Ja, Strebinger gegen Hannes Aigner. Alexander Hakam hat dann auch das Stürmerfoul gepfiffen.
Wagner. Pavelic. Und wieder gut attackiert von Aigner. Rapid schafft es da eigentlich in keiner Situation in der gegnerischen Hälfte irgendwo eine Überzahl zu bekommen. Es sind immer mehr Altacher da als Rapid Anspielstationen hätte. Deshalb tun sich die Wiener hier bislang auch so schwer, Chancen herauszuspielen. Pavelic. So, Pavelic, der ist da jetzt mal am Gegenspieler vorbeigekommen, spielt quer und es gibt Eckball. Das sind die Situationen, auf die Rapid wartet und die die Wiener dann auch konsequent nützen müssen. Hier noch einmal diese Szene, Strebinger gegen Harrer. Also wirklich kritisch. Ich denke, das kann man so und so entscheiden. Alexander Akermat weiterlaufen lassen. Das war diese Aktion, wo Pavelic quergelegt hat. Grahovac hat dann, glaube ich, abgeschlossen. Der Ball war noch abgefälscht. Ecke von Hofmann. Attila Salai spielt das bislang recht trocken. Natürlich, ohne da jetzt irgendwie groß herauszustechen. Aber das kann man von ihm heute auch nicht erwarten. Gibt mit 18 sein Bundesliga-Debüt für Rapid und das doch recht überraschend. Auch wenn Zoran Barisic gemeint hat, das ist einer, bei dem man sich keine Sorgen machen muss. Der packt das locker. Hat auch gemeint, vom Typ her einer wie Holger Badstuber, nur dynamischer. Also damit gibt er dem 18-Jährigen auch schon einige Vorschusslorbeeren mit auf den Weg. Aigner ist da ohne Rücksicht auf Verluste in diesen Zweikampf gegangen. So kennt man das auch von ihm. Aigner gegen Pavelic. Da rauscht er mit vollem Tempo heran. Das ist ein klares Foulspiel. Und damit auch ein klarer Freistoß für Rapid. Und vielleicht wäre so eine Standardsituation für die Grünen mal das richtige Mittel, sich aus dem Spiel heraus so schwer tut, da mal für Gefahr zu sorgen. Aber es ist auch hier schön zu sehen, bei den Altachern lauert da jetzt keiner auf einen möglichen Konter. Die stehen alle am eigenen Strafraum. Also Tor absichern ist die oberste Devise bei den Gästen. Der Freistoß kommt direkt und der kommt richtig gut. Meine Herren! Und dann hatte Pavelic noch die Möglichkeit beim Kopfball. Tolle Möglichkeit für Rapid. Florian Kainz mit einem richtig starken Freistoß an die Latte. Und Pavelic dann vielleicht etwas zu überrascht. Aber der war richtig stark. Wunderbare Schusstechnik von Florian Kainz. Ans Lattenkreuz. Kobras war da möglicherweise sogar noch mit den Fingerspitzen dran. Ja, aber wenn, dann wohl eher erst hinterher. Ja, und Pavelic köpfelt dann am leeren Tor vorbei. Mit Sicherheit überrascht, aber in so einer Situation wäre es natürlich für Rapid immens wichtig gewesen, wenn er hier das Tor macht. Aber das kann jetzt eine Szene sein, die den Grünen so richtig Auftrieb gibt. Hofmann hat da jetzt den Freistoß nicht bekommen und der Altacher Angriff läuft. Gutes Tackling von Schrammel.
Steffen Hofmann hat den Ball verloren und da auch den Alexander Hakan reklamiert. Ja, und Feldherr Damir Kanati gibt von der Seitenlinie Anweisungen, dass jeder seine Position hält. Aigner und die Riesenchance für Harrer aufs 2:0. 41. Minute, da hätten die Altacher einen nachlegen können. Wieder ein toll und schön gespielter Angriff. Aigner löst sich da von Sonnleitner, der spielt in die Mitte und Harrer kommt zum Abschluss. Also, das ist wirklich ein tolles Spiel, das die Altacher hier bisher zeigen. Natürlich war dieses Tor, das Philipp Netzer geschossen hat, auch eins, das vielleicht einmal alle 5 Saisonen fällt. Aber die Altacher verteidigen hier heute bislang wirklich sehr stark. Und wenn sie mal vors gegnerische Tor kommen, wenn sie nach vorne spielen, dann machen sie das schnell und schnörkellos. Also so spielt man gegen Rapid, so tritt man auswärts an, das ist wirklich schwer in Ordnung. Martin Kobras hatte heute eigentlich noch nicht so viel zu tun bei seinem Comeback im Altacher Tor. Lange war er ja nicht weg, denn Andreas Luxe war im Frühjahr schon mal für ein paar Spiele verletzt. Jetzt die Chance für Rapid. Keins dreht ab. Warum eigentlich? Merkwürdige Aktion des Rapidlers. Der hätte da wohl auch aufs Tor durchlaufen können. So, das war jetzt ein Foulspiel an Schwab, der da zurückgezogen wurde. Und damit gibt es einen Freistoß für Rapid. Ja, was war da jetzt in dieser letzten Szene mit Keins los? Also dieses Foul ist unstrittig. Salomon, mit dem Foul an Schwab. Gab es da davor auch ein Foul an Keins? Jetzt gibt es auf alle Fälle mal den Freistoß Rapid durch Steffen Hofmann. Hannes Aigner werkt da im eigenen Strafraum. Tja, und ein Torjäger im eigenen Strafraum, sagt man, bringt auch immer Gefahr fürs eigene Tor. Jetzt noch einmal diese Szene. Hofmann spielt auf für Keins. Nein, also Foul oder irgendwas war da nicht mit dabei. Da war der Freistoß von Keins schon besser. Das war die mit Abstand beste Chance, gefährlichste Aktion von Rapid in dieser ersten Hälfte. Ecke jetzt von Steffen Hofmann. Zu hoch. Aber vielleicht gibt es noch einen Nachschuss. Pavelic bringt den Ball noch einmal rein, aber ganz schlecht. Keine Chance für Schwab, diese Kugel zu erreichen. Der Ball liegt zu weit vorne. Der Schiedsrichterassistent nimmt es da sehr genau. So, und das war's mit der ersten Hälfte. Keine Nachspielzeit gibt es von Alexander Hakam und Damir Kanati kann zufrieden sein. Die Altacher führen hier mit 1:0 durch ein Supertor des Kapitäns Philipp Netzer, der da einen mit dem Außenriss ins Tor gezimmert hat. Das sieht man nicht alle Tage. Wäre ihm wahrscheinlich auch nicht alle Tage geglückt, aber damit ist Altach im Moment endgültig durch. Auch nächste Saison in der Bundesliga, aber von Grödig droht soweit.
soweit ich das jetzt weiß, momentan auch keine Gefahr. Denn die müssten ja gewinnen heute gegen Salzburg, um die anderen Teams im Abstiegskampf dann noch einmal unter Druck zu setzen. Richard Strebinger, der konnte bei diesem Ball, bei diesem Tor von Philipp Netz auch nichts machen, war genauso überrascht wie ich und wohl auch viele andere. Rapid hatte die beste Ausgleichsmöglichkeit bei einem Freistoß von Florian Kainz, tat sich sonst schwer gegen die defensiv sehr gut organisiert. Der Supernetzer bei Rapid gegen Altach, 22. Minute, das 1:0 für die Vorarlberger, 29 Meter und das vielleicht schon schönste Tor des Abends vorweggenommen. Heribert Weber, wieso sind die Herren hinter uns, die Altacher, momentan so ziemlich in der Spur? Das hat natürlich auch mit Rapid zu tun. Gleich am Anfang die große Chance von Steffen Hoffmann vergeben und dann dieser schöne Distanzschuss von Netzer, der ins Tor ging, das gibt natürlich Selbstvertrauen und man kennt ja die Altacher, wenn sie mal in Führung sind, dann sind sie auch in der Defensive gut organisiert und sie hätten auch noch die Möglichkeit gehabt, diesen Vorsprung auszubauen. Willkommen zurück im Wiener Prater. Jetzt gibt es die zweite Hälfte zwischen Rapid und Altach, die hoffentlich eine spannende wird. Es gibt mal einen Wechsel bei Rapid. Zum Beginn der zweiten 45 Minuten Kapitän Steffen Hoffmann ist nicht mehr im Spiel, ist nach ersten Informationen angeschlagen und für ihn kommt Stefan Nutz in die Partie. Die Altacher sind unverhindert aus der Kabine gekommen, genauso wie das Schiedsrichterteam rund um Alexander Hakan, der also jetzt diese zweite Hälfte gleich freigibt in die Rapid mit einem 0:1 Rückstand hineingeht. Philipp Netzer hat hier nach 22 Minuten ein wunderbares Tor erzielt und damit die Altacher in Führung gebracht, obwohl Rapid zumindest, was die Statistik betrifft, hier überlegen war in der ersten Hälfte. Die Grünen jetzt von rechts nach links. Das ist Rapid in dieser zweiten Hälfte, die Altacher ganz in Weiß. Foulspiel an Martin Harrer, der hier kurz vor dem Ende der ersten Hälfte auch noch eine richtig gute Chance hatte, in der 42. Minute eventuell ein zweites Tor nachzulegen nach Querpass von Hannes Aigner. Ja, kurz noch einmal zu den statistischen Daten in der ersten Hälfte. Rapid hatte 71% Ballbesitz, aber das alleine ist am Ende dann eben doch zu wenig. 7:3 Torschüsse. Der Unterschied, Altach hat einen von drei verwertet, Rapid eben keinen von sieben. Abseitsstellung von Hannes Aigner. Freistoß für Rapid. Stefan Schwab für Salai. Schaub. Das ist der neue Mann, Stefan Nutz. Schwab mit einem Fernschuss. Von der Sorte müssten auch mehr kommen. Gerne auch bessere, also aus Rapid-Sicht, denn was jetzt diese ersten Aktionen in der zweiten Hälfte gezeigt haben, es wird nicht einfacher für Rapid als vor der Pause, denn Altach spielt das genauso weiter wie im ersten Durchgang. Defensiv dicht gestaffelt und sehr kompakt mit einer Fünferkette. Also es wird nicht leichter für Rapid, da in den gegnerischen Strafraum reinzukommen. Jelic, Schrammel, Jelic wollte den Doppelpass. Eins
Und Graubart sieht seine Gelegenheit, versucht sie sofort zu nützen. Aber der Abschluss, Sie haben es gesehen, ist dann völlig misslungen. Teamchef Marcel Koller ist auch heute hier, um sich dieses Spiel anzuschauen. Und wir freuen uns schon alle mit ihm auf die Euro, die dann im Juni ansteht. Also in der Meisterschaft fallen jetzt die letzten Entscheidungen. Und dann geht's in die Vorbereitung. Das ÖFB-Team hat ja noch zwei Testspiele. Eins davon hier im Ernst-Happel-Stadion. Anfang Juli gegen die Niederlande. Dann gibt es noch einen Test gegen Malta in Klagenfurt. Und dann also die Endrunde. Und wir hoffen mal, dass uns das ÖFB-Team dann auch mit guten Resultaten erfreut. Spiel gegen Rapid gepfiffen jetzt. Nutz. Nutz hat hier das Foulspiel gegen Jäger begangen und in der Lupe war es jetzt auch schön zu sehen. Da fährt er den Arm aus und trifft den Gegenspieler, Lukas Jäger, der diesen Assist geliefert hat. Beim Tor von Philipp Netzer war jetzt natürlich ein besonders schwerer, aber einer muss ja die Vorlage machen. Das war eine Fleißaufgabe für ihn. Keins. Schrammel. Die Rapidler reklamieren ein Handspiel. Das Spiel läuft weiter und jetzt kann sich Altach doch noch nicht befreien. Keins. Graubatz, Foulspiel an Luxbacher. Aber bei dieser Rapid-Chance hat man jetzt einmal gesehen, wie es auch funktionieren kann. Jetzt schauen wir mal, ob da tatsächlich ein Handspiel dabei war. Ja, also der Ball war da schon am Arm von Pöllhuber, aber das ist für mich eine völlig natürliche Armbewegung. Pöllhuber geht da ins Tackling und mit irgendwas muss er sich ja abstützen. Wird dann von Schrammel aus kurzer Distanz am Oberarm getroffen. Ist für mich kein strafbares Handspiel, deshalb auch kein Elfmeter. Was ich noch sagen wollte zu dieser letzten Aktion, da hat man mal gesehen, wie Rapid diese Defensive überwinden kann. Salomon, der als fünfter Verteidiger in diese Kette zurückfällt, wenn die Altacher in der Defensive sind, hat da draußen raus attackiert, wurde nicht abgesichert und so hat sich Rapid dann plötzlich eine Überzahl erspielt und ist dann über links in den Strafraum reingekommen. Genau so kann es funktionieren. Netzer. Möglichkeit zum Gegenstoß jetzt wieder mal für Altach. Martin Hara. Das war eine ordentliche Fleißaufgabe für Hannes Aigner. Schrammel. Einwurf für Rapid.
Name. Ja, die Flanke war eigentlich nicht schlecht, aber der Kopfball von Schwab dann nicht druckvoll. Deshalb auch nicht gefährlich fürs Tor von Martin Kobras. Da wäre es vielleicht besser gewesen, er hätte den Ball an den Mitspieler überlassen, der hinter ihm stand. Ich denke, das war Jelic. Vielleicht hätte der da einen gefährlicheren Abschluss zustande gebracht. Also, die Meisterschaft ist in der Endphase. Das gilt natürlich auch für die erste Liga. Und dort ist der Titelkampf noch enorm spannend. Am Freitag geht's weiter. Zunächst gibt es eine Viererkonferenz, aber im Anschluss dann der große Schlager und möglicherweise die Entscheidung im Titelkampf oder zumindest eine Vorentscheidung könnte fallen bei St. Pölten gegen den LASK. Die NV-Arena ist ausverkauft, die Stimmung wird toll sein und ja, es ist eigentlich alles angerichtet für einen spannenden Fußballer. Parra flankt hier in Richtung Hannes Aigner. Martin Ara. Aber da hätte Hannes Aigner ungefähr eineinhalbmal so groß sein müssen, dass er da noch rangekommen wäre. Und wenn er das wäre, würde er möglicherweise gar nicht Fußball, sondern Basketball spielen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Also hin und wieder ist eine ganz gute Idee da, wie dieser lange Ball jetzt für Stefan Nutz. Der wäre auch nicht im Abseits gestanden, da hat jetzt mal das Abwehrverhalten bei den Altachern nicht so toll funktioniert, aber auch das Zuspiel für Nutz war dann nicht so toll und deshalb hat es auch zu keiner Chance geführt. Aber Rapid braucht viel Geduld, um auf die Lücke zu warten. Und die Altacher, die warten natürlich ihrerseits auf eine Kontermöglichkeit, um hier mit einem zweiten Tor die Partie möglicherweise vorzuentscheiden. Leitner macht noch mal ein paar Meter, Pass für Stefan Schwab, der legt sich den Ball noch einmal zurück. Gute Aktion von Schwab, schade aus Rapid-Sicht, dass dann kein guter Abschluss mehr mitgekommen ist. Da legt er sich den Ball mal zurück, dann auch noch an Zwischenbrugger vorbei, aber der Schuss, der wäre sogar in der 30 km/h Zone nicht geblitzt worden und deshalb hatte Martin Kobras auch keine Probleme damit. Man hätte es ja nach 71% Ballbesitz für Rapid vor der Pause kaum noch für möglich gehalten, aber die Wiener haben jetzt in den 12 Minuten nach der Pause noch mehr Ballbesitz. Aktuell sind es 78%. Drei Schüsse haben sie auch schon abgegeben aufs Tor von Martin Kobas, aber es war eben noch kein so wirklich knackiger dabei.
Schau. Boah, Kobras im Nachfassen. Matejelic stand da vor ihm. Hatte aber keine wirkliche Chance, diesen Ball noch zu erreichen. Aber Kobras muss zweimal hingreifen. Kara schickt Luxbacher. Ist jetzt wieder Luxbacher. Der hat Platz, nachdem Schrammel davor weggerutscht ist. Salomon. Von Zech und Sonnleitner abgefangen, bevor Aigner was Gefährliches machen kann. Das war jetzt ein Foul von Luxbacher. Mehr ein Handspiel als ein Foul hier von Luxbacher. Egal, Freistoß für Rapid hat es gegeben und mittlerweile läuft wieder dasselbe Spielchen wie eigentlich immer in diesem Spiel. Rapid baut auf, Altach verteidigt, Altach wartet auf den Gegner am eigenen Strafraum. Zoran Barisic wird auf das, was da bislang passiert, reagieren. Er bringt in Kürze eine Spitze. Und zwar Filip Prosenik, der letzte Woche, beziehungsweise am Wochenende, am Sonntag, so lange ist das ja noch gar nicht her, in Mattersburg für Rapid getroffen hat. Bin gespannt, wen er rausnimmt, ob er da einen zusätzlichen Stürmer bringt. So wie das bislang auf dem Feld läuft, könnte er sich das sogar erlauben. Denn zwei Sechser braucht Rapid heute eigentlich nicht zwingend. Aha, aber es wird ein Tausch, Stürmer für Stürmer. Jelic raus und Prosenik rein. Also Zoran Barisic bleibt beim 4-2-3-1. Und dafür wird er schon seine Gründe haben. Keins. Für Schrammel. Der flankt in den Strafraum. Kopfballmöglichkeit für Rapid. Und es gibt Eckball. War in Ordnung. Prosenik erstmals am Ball und das führt zum ersten Eckball für Rapid nach der Pause. Altacher hauen da heute wirklich alles rein. Das war jetzt Martin Harrer, der da getackelt hat, als gäbe es keinen Morgen. Schrammel.
wieder Eckball. Hat da jetzt Florian Kainz die Ecke überlassen. Ja, in der Mitte wird da Salai vielleicht sogar ein wenig zur Seite geschoben. Der Bundesliga-Debütant war da auch mal vorne mit drin im Getümmel. Salomon kontert, bekommt den Freistoß hier nicht, den wollte er gegen Grauwarz haben. Es geht wieder in die andere Richtung, Fernschuss von Stefan Schwab, aber das war gar nichts. Da sehen wir noch einmal diese Szene im Strafraum. Ja, also einen Schubser hat er da schon bekommen, Salai von Pöluber, aber vielleicht muss er auch einfach noch lernen, sich im Kopfballduell etwas mehr zu behaupten in der Bundesliga. Für Alexander Hakam war es auf alle Fälle kein Anlass, hier einen Foul zu pfeifen. Hannes Aigner hat es jetzt überstanden. Er geht raus und Michret Topčagić kommt in die Partie. Also der erste Wechsel bei den Altachern. Frischer Stürmer. Mit Hannes Aigner ist der Top-Torschütze draußen. 10-mal hat er bislang getroffen. Topčagić, der hat übrigens noch kein Bundesliga-Tor für die Altacher erzielt. Ist er erst im Winter gekommen. Heute sein 53. Bundesligaspiel. 15 Tore hat er bislang gemacht. Das letzte aber noch für den WRC gegen Rapid. Schauen wir mal, ob er vielleicht heute erstmals für die Altacher anschreibt. Nur noch 25 Minuten für Rapid, um hier zumindest den Ausgleich zu erzielen, um nicht dieses, ich sage jetzt mal, vorerst letzte Heimspiel hier im Ernst-Happel-Stadion zu verlieren vor dem Umzug ins Allianz-Stadion. Es könnte ja sein, dass Rapid im Sommer nochmal hier im Happel-Stadion spielt. Kommt darauf an, wann die Hütteldorfer in den Europacup reinstarten. Sollte das erste Spiel noch vor der Stadioneröffnung Mitte Juli sein in der Europacup-Qualifikation. Und das könnte dann der Fall sein, wenn die Admira den Cup gewinnt gegen Salzburg. Dann müsste Rapid eventuell nochmal hierher ausweichen ins Happel-Stadion. Kein Abseits, Kainz! Riesenchance für Rapid, zweiter Lattenschuss von Kainz in diesem Spiel. Der ist heute nicht vom Glück verfolgt. Kein Abseits von Prosenik. Das hat Rapid mal wirklich schön gespielt. Zech hebt da das Abseits auf. Und dann trifft Kainz hier nur die Latte, nachdem er schon vor der Pause diesen Freistoß ans Aluminium geschossen hatte. Also jetzt wieder Pech im Abschluss für den Rapidler. Ja, das ist zum Ärgern, ganz klar. Also Rapid knapp dran am Ausgleich, aber es geht weiter mit 0:1. Das ist jetzt auch schon eine harte Probe für die Geduld, für die Nerven bei Rapid. Die Uhr läuft natürlich gegen die Wiener und für Altach.
Rammel. Schreiner war da noch dran, den Einwurf gibt es natürlich für Rapid. Zweiter Ball auf dem Feld, aber das Spiel läuft weiter. Eins fällt jetzt auf in dieser zweiten Hälfte. Rapid schafft es öfter in den Strafraum der Altacher rein zu flanken. Versucht das jetzt auch öfter. Aber es ist trotzdem immer noch eine sehr gute Abwehrleistung der Altacher. Philipp Netzer. Und jetzt vielleicht wieder mal die Konterchance. Daniel Luxbacher ist angeschlagen, liegt oder sitzt da jetzt auf dem Spielfeld. Alexander Ackermann hat es auch gesehen. Es gibt für Luxbacher die Gelegenheit, das Spielfeld zu verlassen. Hätte er zumindest gehabt. Er hat schon angezeigt, er muss gewechselt werden oder er will gewechselt werden. Und jetzt setzt er sich da auf dem Spielfeld noch einmal hin, um die Uhr ein wenig runterlaufen zu lassen. Das bringt ihm Pfiffe von den Rängen und auch eine Aufforderung vom vierten Offiziellen Markus Hameter. Er möge sich doch noch die zwei Meter nach vorne schleppen. Das hat er auch geschafft. Altach im Moment aber damit nur zu zehnt auf dem Feld. Nutz, Stefan Nutz. Kann Rapid diese kurze numerische Überlegenheit jetzt ausnützen? Bei Altach wird jetzt natürlich schnell ein Wechsel vorbereitet, aber ein wenig wird das noch dauern und davor gibt es diese Chance für Rapid. Vielleicht Grauwatz jetzt aus der Distanz versucht hat es. Kobas. Galvao ist bei den Altachern schon bereit, um Daniel Luxbacher zu ersetzen. Und jetzt auch der Wechsel. Luxbacher ist schon draußen. Galvao kommt für ihn neu ins Spiel. Also, soweit ich das überblicken konnte, hat sich Daniel Luxbacher da ohne Fremdeinwirkung verletzt. Ich hätte zumindest keinen Zweikampf gesehen, wo das passieren hätte können. Vielleicht ist es auch ein Krampf, der ihn da jetzt außer Gefecht setzt. Es ist insgesamt ein sehr faires Spiel. Hätte auch nicht hineingepasst, wenn da jetzt ein Spieler in einem Zweikampf verletzt worden wäre. Insgesamt erst 16 Fouls in fast 73 Minuten, 9 von Rapid, 7 von Altach und noch keine gelbe Karte. Sonnleitner. Schwab, ein paar Zentimeter zu kurz. In der einen oder anderen Situation attackiert Altach dann doch nicht so konsequent. Funktioniert das Positionsspiel dann nicht so perfekt. Und da kommt Rapid eben dann zu solchen Möglichkeiten. Sonnleitner hatte da jetzt auch viel Platz, diese Flanke anzubringen. Rapid müsste dann diese Chancen eben konsequent nutzen. Ara. Martin Ara. Dobzakic schirmt den Ball ab und es gibt Ecke für Altach. Die erste überhaupt in diesem Spiel. Minute 74. Die Rapid-Fans stimmen sich schon auf die Rapid-Viertelstunde ein. Damir Kanadi stimmt sich schon auf 3 Punkte ein
Und sollte Altach jetzt tatsächlich noch ein zweites Tor machen, dann denke ich mal, wird Altach die drei Punkte auch mitnehmen. Denn so wie das bislang defensiv gelaufen ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass Rapid dann noch zwei oder sogar drei Tore in der Schlussphase gegen die Altacher schießt. Also aus diesem Eckball haben sie jetzt mal ganz wenig gemacht. Das war überhaupt kein Problem für Richard Strebinger. Jetzt wird hier die Rapid-Viertelstunde eingeklatscht. Zum vorerst letzten Mal in einem Bundesliga-Heimspiel hier im Ernst-Happel-Stadion. Wenn die Fans dann in der neuen Saison wieder die Rapid-Viertelstunde einklatschen, dann wird das schon im neuen Stadion sein. Schrammel, weiter Einwurf. Also neuer Zwischenstand aus Grödig. Salzburg führt dort mittlerweile mit 2:1. Damit ist im Abstiegskampf wohl alles entschieden. Außer Grödig schießt da jetzt in der Schlussviertelstunde noch zwei Tore. Wird wohl schwierig werden. Grauwart. Leichter ist es vielleicht für Rapid, hier den Ausgleich zu schießen. Also leicht ist das auch nicht gegen einen defensiv so starken Gegner, wie die Altacher das heute sind. So, jetzt Wechsel bei Rapid. Der dritte und letzte, der Debütant geht runter, Attila Salai. Ich würde mal sagen, solides Bundesliga-Debüt für einen 18-Jährigen, aber Zoran Barisic muss jetzt natürlich auch mehr riskieren. Jetzt bringt er einen zusätzlichen Stürmer mit Tommy. Und jetzt gibt es die Ecke von Kainz. War jetzt kein Prunkstück. Heute tatsächlich die fünfte Heimniederlage für Rapid im 18. Heimspiel in dieser Saison. Eigentlich sind die Grünen ja recht heimstark. 12 der ersten 17 Heimspiele haben sie gewonnen, einmal unentschieden gespielt und eben diese vier Niederlagen. Mattersburg hat hier gewonnen. Salzburg, die Austria und im Frühjahr war es dann die Admira als einzige Mannschaft, die hier im Happelstadion gewinnen konnte. Also bislang zumindest. Altach könnte das zweite Team sein, das Rapid hier in einem Bundesliga-Heimspiel im Frühjahr bezwingt. Schrammel. Erstmals Tommy holt gleich einen Freistoß raus und das ist eine richtig gute Distanz und Position für Rapid. Vielleicht wieder ein Fall für Florian Kainz. Ja, fädelt da auch ein wenig ein bei Galvao. Zweimal hat Rapid in diesem Spiel Aluminium getroffen. Zweimal war es Florian Kainz und der ist auch jetzt natürlich wieder am Tatort. Er und Sercan Grauwart schnapsen sich da jetzt aus, wer diesen Freistoß ausführen wird. Wer macht's? Grauwart läuft an. Grauwart
über die Mauer, aber auch übers Tor. Sergen Graubart, zwei Tore hat er in dieser Saison erzielt. Das letzte gegen Sturm. Dabei bleibt es jetzt auch. Die Saison wird dann am kommenden Sonntag mit der 36. Runde abgeschlossen. Bei uns sehen Sie natürlich alles live und in voller Länge. Ab 16.30 Uhr geht es dann los. Und Sie können sich entweder eine Fünferkonferenz anschauen oder die Spiele über 90 Minuten. Es gibt natürlich bei uns auch in der letzten Runde für jede Partie eine Einzeloption, der Sie das Spiel in voller Länge sehen können. Das wäre dann zum Beispiel der letzte Auftritt von Rapid in der Bundesliga, auswärts bei der Admira. Oder Altach hat dann noch ein Heimspiel gegen Rind. Pavelic spielt quer. Schöner Pass hier von Grahovac in die Tiefe. Pavelic startet richtig und Kobras dann mit dem Fuß. Schrammel. Hara lanciert einen Konter für die Altacher. Toptagic nimmt er mit. Das war auch die einzige Option, aber Sonnleitner kommt in den Zweikampf und damit ist Rapid schon wieder im Aufbau. ...80% Ballbesitz für Rapid nach der Pause. 9 Torschüsse haben sie jetzt abgegeben. Davon allerdings auch nur 2 aufs Tor von Martin Kobras. Aber es steht immer noch die Null. Und Altach hat in den gesamten 82 Minuten bislang 5 Torschüsse abgegeben. 2 davon aufs Tor. Beide vor der Pause. Einer davon hat gepasst. Das war dieses Tor von Philipp Netzer. Und so wie es ausschaut, könnte das am Ende tatsächlich reichen, um hier heute 3 Punkte aus dem Hafenstadion mitzunehmen. Ja, und wenn Rapid dieses Spiel heute nicht gewinnt, dann ist eines auch schon klar. Die Wiener werden diese Saison dann punktemäßig schlechter abschließen als die letzte Saison. Da haben sie 67 Punkte geholt aus 36 Runden. Und das Ziel war ja eigentlich, in dieser Saison mehr Punkte zu holen. Das wäre sich schon gar nicht mehr ausgegangen. Mit 2 Siegen in den letzten beiden Spielen hätten sie zumindest diese 67 Punkte holen können. Und damit die gleiche Ausbeute wie letzte Saison, aber jetzt schaut es so aus, als ob Zoran Barisic in dieser Saison schlechter abschneiden würde. Ja, und damit hat man 3 Saisonziele gehabt zu Beginn dieser Saison, 2 davon nicht erreicht. Das war zum einen mal das Pokalfinale oder der Pokalsieg. Das gibt es bekanntlich nichts, nachdem Rapid im Viertelfinale gegen die Admira rausgeflogen ist. Mehr Punkte als in der vergangenen Saison geht sich auch nicht mehr aus. Und damit bleibt als einziger und natürlich auch großer Erfolg in dieser Saison über, dass man zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder im Europapokal überwintern konnte. Das letzte Mal war das ja in dieser tollen Saison der Fall, als Rapid im Europacup der Cupsieger ins Finale eingezogen ist. Das war eben genau vor 20 Jahren, 1996, gab es dieses Finale, das man gegen Paris Saint-Germain verloren hat. Dieses Mal war man im Frühjahr auch noch mit dabei, aber dann gegen Valencia in 2 Spielen völlig chancenlos. Das hat diesen tollen Herbst in der Europa League dann auch noch ein wenig getrübt.
Castro, aber jetzt genug geschwafelt. Zurück zum Spiel. Hier geht es noch 6 Minuten in der offiziellen Spielzeit. Gibt es hier noch ein Tor? Gibt es noch einen Ausgleich für Rapid oder am Ende sogar ein zweites Tor für die Altacher? So nichts. Jetzt schleichen sich dann auch schon mehr und mehr Ungenauigkeiten im Offensivspiel bei Rapid ein. Und den Fans gefällt das natürlich auch nicht. Es sind vereinzelt Piepe zu hören von den Rängen. Wäre natürlich auch nicht schön, wenn diese Saison dann mit einem Pfeifkonzert der Rapid-Fans für die Mannschaft endet. Das hat sie sich jetzt auch nicht verdient. Ein Wort vielleicht noch zur Zuschauerkulisse heute hier im Happelstadion. Ist nicht so prächtig, wie sich einige das vielleicht erwartet hätten. 15.000 Karten waren am Montag schon verkauft. Ein wenig mehr sind heute wohl hier ins Happelstadion gekommen. Achtung jetzt mal auf die Chance für Schwab. Und Pavelic legt quer und dann war keins am Ball. Und am Ende wieder Martin Kobras. Und Damir Kanadi versucht von außen da noch ein wenig Ruhe ins Spiel seiner Mannschaft zu bringen. Hier der Schuss von Kainz, dann war Tomi auch noch dran. Der war hier im Abseits. Wieder Rapid. Also 20 Torschüsse haben sie bald, aber hilft alles nichts, wenn am Ende nach wie vor die Null steht. Das war dann die 12. Niederlage für Rapid in dieser Saison im 35. Spiel und da muss man dann auch schon nicht mehr groß rumlamentieren und fragen, warum Rapid heute in dieser Saison den Titelkampf nicht offener gestalten konnte. Klares Foulspiel hier von Zwischenbrugger gegen Schaub. Da gab es auch noch Reklamationen der Altacher, warum auch immer. Aber da gibt es wirklich nichts zu diskutieren. Schaub auch schon ein wenig von Krämpfen geplagt. Und das ist natürlich wieder eine Position wie geschnitzt für Florian Kainz. Aber er ist ja nicht der einzige gute Freistoßschütze bei Rapid. Anscheinend erhebt auch Stefan Mutz da jetzt Anspruch auf den Ball. Aha, Kainz geht sogar zur Mauer, also Nutz wird es machen. Stefan Mutz, der war richtig stark und jetzt ist der Ball drinnen. Das ist der Ausgleich für Rapid. Da war der Ball schon wieder an der Querlatte. Nach dem Freistoß von Stefan Nutz, Kobras hat den Ball an die Latte gelenkt, aber im Nachschuss macht Rapid dann den Ausgleich. Jetzt steht es 1:1 und die Rapid-Fans haben hier kurz vor Schluss doch noch was zu jubeln. Kann Rapid damit die Niederlage abwenden? Schaut gut aus, kein Abseits mal beim Freistoß von Schwab, der von Nutz, der Ball geht dann zurück ins Feld. Und wer war der Torschütze? Kobras lenkt den Ball an die Latte. Ja, und ich denke, dass Prosenik dann der Torschütze gewesen sein müsste. Aber hier werden wir es jetzt hoffentlich zweifelsfrei sehen. Ja, also Schwab und Prosenik krachen da beinahe mit den Köpfen zusammen. Beide versuchen nur zum Ball zu gehen, aber nachdem Schwab sich dann den Kopf hält, denke ich mal, dass Prosenik zuletzt am Ball war. Und damit müsste er auch der Torschütze sein.
Also wir sind jetzt der Meinung, es war Prosenik. Auf der Anzeigentafel hier im Stadion wird noch Stefan Schwab als Torschütze geführt. Das werden wir auch noch rausbekommen, aber auf alle Fälle ist Rapid mal der Ausgleich geglückt und das ist das, was für die Fans der Grünen im Moment jetzt mal am wichtigsten ist. Das wäre sehr akrobatisch gewesen, wenn Schwab da noch rangekommen wäre. Er hat ein Foulspiel von Zech reklamiert, aber das hätte ich da nicht erkannt. Ja, und der Wirkaner, der ist jetzt natürlich auch noch ein wenig sauer. Aber haben Sie jetzt die geballte Faust bei Kanadi gesehen? Der hat jetzt wohl gefragt, wie es in Grödig steht. Und da sehen wir es noch einmal. Also dieser Jubel würde ich jetzt mal so deuten, dass er bis jetzt nicht gewusst hat oder sich in den letzten Minuten nicht informieren hat lassen, wie es in Grödig steht. Aber nachdem Salzburg da nach wie vor führt, haben die Altacher auch bei einer Niederlage nichts zu befürchten. Und dieser eine Punkt, den sie jetzt noch in der Hand haben, der reicht ihnen ja auch zum Klassenerhalt. Aber jetzt will Rapid natürlich noch einmal mehr. Schaub hier mit dem Abschluss. Schwab wurde da jetzt etwas unsanft, aber nach Ansicht des Schiedsrichter-Trios fair gestoppt. Schrammel und Kobras, Eckball für Rapid. Also Rapid macht jetzt noch einmal Dampf nach diesem Ausgleich. Wittern die Wiener noch einmal ihre Chance. Altach taumelt. Die Vorarlberger haben hier lange Zeit sehr gut verteidigt, haben dieses 1:0 gehalten. Aber mit dem Ausgleich ist es klar, dass der Druck jetzt noch einmal steigt. Das Publikum, die Rapid-Fans sind jetzt auch wieder da, nachdem sie hier schon unruhig waren. Schaub kann hier aufziehen. Schwab kann sich den Ball stoppen, war nicht im Abseits. Sonnleitner, jetzt gibt es eine Abseitsanzeige. Die müsste dann gegen Mario Sonnleitner gewesen sein. Ja, und die war auch korrekt. Sonnleitner war da zumindest mit seinem linken Bein im Abseits. Interessanterweise war das jetzt das insgesamt dritte Abseits in diesem Spiel, also das hat keine Rolle gespielt, ist aber irgendwie auch logisch. Die Altacher haben jetzt nicht so viele Angriffe gefahren und wenn, dann waren es Konter. Da sind sie selten in die Verlegenheit gekommen, ins Abseits zu laufen und auf der anderen Seite haben die Vorarlberger sehr tief verteidigt, auch nicht versucht, hier höher zu stehen und Rapid ins Abseits zu stellen. So, und jetzt ist die Partie vorbei. 1:1 der Endstand hier im Ernst-Happel-Stadion. Altach nimmt einen Punkt mit und damit ist der Klassenerhalt geschafft. Ein wunderbares Tor von Philipp Netzer hier zum 1:0 in Minute 22. Und in der Schlussphase hat Rapid noch den Ausgleich geschafft. In Minute 88 war es dann, ja, wer? Also, meiner Ansicht nach war es Philipp Rosenig. Möglicherweise war aber auch Stefan Schwab als letzter am Ball. Auf alle Fälle der Ausgleich für Rapid ist noch gefallen und so wurde diese Niederlage aus Sicht der Hütteldorfer noch abgewendet. Und für Rapid gibt es im letzten Heimspiel hier im Happelstadion nach zwei Jahren, nach im letzten Bundesliga-Heimspiel zumindest,
nach 2 Jahren. Also einen Punkt gegen die Altacher. Das war die 2. Punkteteilung zwischen Rapid und Altach im Frühjahr beim 1. Spiel in Vorarlberg. Da war Rapid klar besser, hatte viele Chancen. Hat am Ende nur 0-0 gespielt. Heute hat Altach hier sehr stark, sehr clever verteidigt. Rapid hatte auch viel Ballbesitz. Über 90 Minuten gesehen waren es 75%, also 3/4 der Ballkontakte für die Wiener. 24 Torschüsse, aber drinnen war am Ende nur einer. Mehr haben die Altacher nicht zugelassen, denn viele dieser Schüsse von Rapid waren jetzt auch keine Großchancen, weil sie sich eben schwer getan haben, in den Strafraum der Altacher reinzukommen, weil sie sich schwer getan haben, zwingende Chancen rauszuspielen. Und so gibt es eben am Ende nur diesen einen Punkt. Und jetzt trotzdem noch Applaus von den Fans für die Mannschaft und auch Applaus von der Mannschaft für die Fans. Ein Bundesligaspiel gilt dann noch zu bestreiten für Rapid. Das ist am Sonntag in der Südstadt gegen die Admira. Heute gab es hier ein richtig schönes Tor zu bewundern von Philipp Netzer vor der Pause. Jetzt steht er beim Interview bei Constanze Weiß und schildert uns dann vielleicht auch, wie er diese Szene, dieses Tor gesehen hat. Ja, der Mann, der zum 1-0 getroffen hat, heißt Philipp Netzer. Es war das erste Saisontor mit dem linken Außenriss. Ist das Kategorie Traumtor? Ja, schon. Ich denke, so trifft man nicht alle Tage. Umso wichtiger das 1-0, dass wir auswärts einen Punkt geholt haben gegen Rapid, auch wenn das Gegentor zum Schluss gefallen ist, denke ich, ist das Unentschieden verdient. Denn wir hatten erste Halbzeit sicherlich die besseren Chancen. Zweite Halbzeit war dann Rapid klar spielbestimmend, auch mit den besseren Chancen. Also ich denke, das 1-1 ist gerecht. Dieser eine Punkt zählt der, weil man jetzt auch die Klasse damit gehalten hat, wie 3 Punkte? Nein, wir haben ja vorher schon 38 Punkte geholt, die hat uns ja auch niemand geschenkt. Alles in allem war es sicherlich eine durchwachsene Saison, aber wie gesagt, es hat uns niemand was geschenkt. Letztes Jahr nicht, dieses Jahr nicht und wir sind auch stolz darauf, dass wir jetzt nächstes Jahr in der Liga sind. Ein Wort noch zu Ihrem Tor, wenn Sie es 10-mal probieren, wie oft schaffen Sie es? Ich probiere es eigentlich nie. Im Moment habe ich eine 100%ige Erfolgsquote und vielleicht belasse ich es auch dabei in Zukunft. Gratuliere. Ja, dieses Tor von Philipp Netzer war natürlich entscheidend dafür, dass die Altacher hier heute ihr Defensivspiel so perfekt aufziehen konnten, zumindest bis zum Schluss perfekt. Da gab es dann ja doch noch das Gegentor und dieser eine Punkt, das meine ich auch, der ist verdient. So wie Philipp Netzer das gesagt hat, die Altacher haben das hier heute wirklich stark gemacht. So muss man auswärts gegen einen spielstarken Gegner antreten und auftreten, um was Zählbares mitzunehmen. Und auch wenn die Altacher in keine Verlegenheit, in keine Abstiegssorgen mehr gekommen wären, weil Grönig heute auch verloren hat, diesen einen Zähler, den haben sie geholt und den haben sie sich am Ende auch wirklich verdient und deshalb jetzt auch was zu feiern mit den Fans. Wir hören jetzt eine erste Stimme von Rapid und zwar von Mario Sonnleitner, der steht an der Seite von Constanze Weiß. Der Ausgleich also sehr spät gefallen, Mario, in der 88. Minute. Wie schwierig war es hier heute durchzukommen, Altach mit 5 Mann hinten gestanden? Ja, wenn man das Spiel gesehen hat, hat jeder gesehen, wie schwer es ist, einfach gegen so eine Menschenmauer. Vor allem zweite Halbzeit war es schon abnormal, wie viele Leute da hinten drin gestanden sind. Der eigene Stürmer am 20er. Und ja, das war sehr, sehr schwierig. Wir haben alles probiert, wir haben auch viele Chancen herausgespielt. Leider ist uns nur ein Tor gelungen. Wie schwierig war es auch für Ihre eigene Abwehr mit so vielen Jungen hinten? Ja, das ist kein Problem. Wir trainieren ja alle gemeinsam immer und wenn einer ausfällt, dann kommt der Nächste nach. Er hat es ganz brav gemacht. Das ist kein Problem und wir sind eine Mannschaft und gewinnen, verlieren und spielen unentschieden gemeinsam. Jetzt verabschiedet man sich mit einem Remis aus dem Ernst-Happel-Stadion. Trübt das diesen Abschied ein wenig? Nein, wir haben gesehen, wir haben alles gegeben. Keiner hat sich hängen lassen und wir haben versucht, das Spiel zu drehen. Ist uns leider nicht gelungen, aber ja, wie heute schon so oft in dieser Saison haben wir einfach hin und wieder ein bisschen Pech dabei, weiß nicht, 2 Stangenschüsse waren wieder dabei. Aber es hilft nichts. Nächste Saison geht es wieder weiter. Danke.
Ja, mit dem Aluminium hatte Rapid heute wahrlich keine Liebesbeziehung. Wenn Florian Kainz da bei seinen Abschlüssen ein wenig mehr Glück gehabt hätte, dann hätte der Ausgleich natürlich auch schon früher fallen können. Vielleicht wäre es dann Rapid sogar gelungen, dieses Spiel zu drehen. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Das 1:1, finde ich, geht am Ende in Ordnung. Auch wenn uns ein Blick auf die Statistik da jetzt vielleicht ein wenig was anderes sagt. Denn da hat Rapid natürlich in so gut wie jeder Kategorie die Nase vorne. Rapid hat ja fast fünfmal so viele Schüsse abgegeben wie Altach. 24:5 lautet da das Verhältnis, aber eben nur 7 von 24 aufs Tor. Das ist dann schon mager. Altach war sehr effizient bei 2 Schüssen aufs Tor. Einer war drin und das hat am Ende auch für einen Punktgewinn gereicht. Auffällig natürlich auch der viele Ballbesitz, den Rapid hatte. Aber das ist auch nicht von ungefähr gekommen, weil Altach hier eben sich größtenteils aufs Verteidigen und dann aufs Kontern verlegt hat. Da braucht man nicht viel Ballbesitz, um so ein Spiel aufzuziehen. Hohe Passgenauigkeit bei Rapid, aber da waren eben auch viele Querpässe dabei, wo man darauf gewartet hat, dass sich die Lücke auf... Man sieht es. Man sieht es, ja. Eigentlich geht es nicht, oder? Ja, eigentlich geht es nicht, aber ich denke, dass trotzdem diese letzten 8 Jahre bei Rapid nicht alles schlecht war. Auch heuer war man lange gut unterwegs. Man hat eine junge, in den letzten Jahren immer wieder eine junge, hungrige, gute Mannschaft. Aber zum großen Wurf hat es noch nicht gereicht. Und das muss eigentlich das Ziel für Rapid für die nächsten Jahre sein. Und die Fans, die fordern schon für die nächste Saison dann im neuen Stadion von Rapid den Titel, den Cupsieg. Zoran Barisic findet das ein starkes Stück. Sie auch, Erik? Ja, viele, auch der Verantwortlichen von Rapid, haben ja spekuliert, schon in dieser Saison mit dem Titel, weil man gesagt hat, eben, dass es ein Umbruchjahr ist bei Salzburg, aber es ist wieder nicht gelungen. Und Salzburg wird nicht schlechter werden in der nächsten Saison, da bin ich mir sicher. Wenn man sieht, dass jetzt wieder die Möglichkeit besteht, die hat ja unter Adi Hütter damals nicht bestanden, diese Möglichkeit, dass man wieder teure Spieler zu Salzburg holt, um wirklich vielleicht noch einmal die Chance wahrzunehmen. Und Salzburg wird eine starke Mannschaft haben, die auch international entsprechen kann. Und dann wird es für Rapid noch schwerer, wieder einen Titel zu holen. Bis jetzt hat sich eigentlich jeder damit abgefunden, dass es großartig ist, Erster hinter Salzburg zu werden. Und das genügt natürlich irgendwann den Rapid-Fans nicht mehr. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob das intern auch so ist. Aber zur Rapid-Situation jetzt Andreas Müller, live in der Südstadt an der Seite von Constanze Weiß. Ja, wir haben gehört, Andreas Müller, die Fans, die fordern 2 Titel. Diese Forderungen, diese vehementen Forderungen, haben Sie die überrascht? Nein, das ist ganz normal, wenn man bei Rapid arbeitet, als Trainer, die Spieler, meine Wenigkeit und das gesamte Umfeld. Wir wollen natürlich Titel gewinnen. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr eine große Chance haben liegen lassen. Von daher muss es natürlich auch der Anspruch sein, im nächsten Jahr ganz klar auf Titelkurs zu gehen. Wenn wir die Gründe dafür suchen, wenn wir diese Saison einordnen, da hat man international im Herbst durchaus für Aufsehen gesorgt, aber gerade national hat man sich sehr schwer getan gegen vermeintlich leichtere Gegner. 2 von 3 Zielen hat man nicht erreicht. Wie ordnen Sie es ein? Ja, wir haben uns sicherlich sehr hohe Ziele gesetzt, aber wir haben ja nicht gegen Mannschaften versagt, die nicht ganz klar schlagbar sind. Und das ist natürlich jetzt in unserer Analyse auch sehr, sehr wichtig, wie wir die neue Saison angehen. Wir müssen sehen, wie unser Kader aussehen wird. Wir werden alles daran setzen, dass wir wirklich einen ganz schlagkräftigen Kader haben im neuen Allianzstadion. Aber wir müssen zusehen, dass wir natürlich Punkte sammeln gegen Mannschaften, wo es einfach erforderlich ist, Punkte mitzunehmen. Und das haben wir liegen lassen. Und es wird darauf ankommen, ob wir nicht auch in unserer Spielweise dementsprechend das eine oder andere umstellen müssen. Wir müssen Spieler haben, die wahnsinnige Siegermentalität, einen irrsinnigen Charakter haben, sehr hungrig sind, um sich auch der Situation bewusst zu sein, in der wir in die neue Saison gehen. Dieser Hunger, dieser Biss, der hat ja oft einmal gefehlt. Ich erinnere mich, Sie haben das kritisiert, gerade nach dem 0:2 gegen Grödig. Welche Lehren zieht man daraus? Ja, das war nicht nur das Spiel gegen Grödig, sondern wir haben ja sehr, sehr viele Niederlagen erlitten.
wo es wirklich, wir waren die bessere Mannschaft, aber wir haben nicht zugegriffen. Und das ist eine Geschichte, das ist ja kein Zufall, dass man dann so viele Niederlagen hat und dass man gerade solch wichtige Punkte dann im Meisterschaftsrennen liegen lässt. Und das wird darauf ankommen, dass wir die richtigen Antworten in der neuen Saison mit dem Trainerteam und auch mit der Mannschaft darauf finden. Diese Wohlfühl-Oase, die ja da oft vorgeworfen wurde, dass dies bei Rapid gibt, der Trainer, der sich immer vor seine Spieler stellt in der Öffentlichkeit, muss man das vielleicht auch ein bisschen ungemütlicher machen? Also ich kann versichern, dass der Zoki sehr hart mit den Spielern auch gerade nach solchen Spielen ins Gericht gegangen ist. Und es ist immer eine Frage dann, wie man es der Öffentlichkeit präsentiert. Aber ich glaube, es ist auch für ihn sehr, sehr wichtig, dass er dann auch glaubwürdig in der Öffentlichkeit ist. Und deswegen würde es auch nicht schaden, wenn man das ein oder andere Mal schärfer die Mannschaft dann in die Pflicht nimmt. Danke Ihnen. Und dann gehen wir zurück ins Studio. Vielen Dank. Also schon klare Ansagen dann schon in Richtung nächste Saison. Heute fehlen Rapid gegen die Admira 11. Wollen wir es Stammkräfte nennen? Ja, wollen wir. Petzos unter anderem dabei, der freut sich seit gestern, weil Werder den Klassenhalt geschafft hat. Aber wegen dieser vielen Ausfälle hat Zoran Barisic gesagt, die Admira ist heute Favorit, Walter. Das ist ja logisch, oder? Nein. Ich denke, dass... Nein, ja. Meiner Meinung nach hat Rapid noch immer eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und das sieht man auch an der Aufstellung. Auch Petzos ist dabei. Also, dass die Admira da heute der klare Favorit ist, würde ich nein sagen. Obwohl natürlich Admira sehr unangenehmer Gegner ist. Die Admira spielt ein starkes Jahr. Alles andere ist leicht. Aber dort, wo Rapid gegen Admira nicht Favorit ist, also ich glaube, da sollten wir nicht drüber sprechen. Reden wir über die Admira, reden wir auch gleich über das Fernduell mit dem SK Sturm um diesen vierten Platz, um diesen Europacup-Startplatz. Wenn die Admira Vierter wird, schaffen sie es ohne dies aus eigener Kraft, dann ist der Cupsieg auch egal. Und die Admira, die hat wirklich gute Karten. Wir hören noch einmal in dieses herrliche Ernst-Baumeister-Interview rein vom Mittwoch. Da ist SK Sturm, hat SK Sturm ein paar Minuten zuvor erst den Ausgleichstreffer der Mattersburger hinnehmen müssen. Wir haben gewonnen, das ist einmal wichtig. Und dann müssen wir eh weiter schauen, am Sonntag, wie wir gegen Rapid spielen, müssen wir auch Sieg spielen. Und dann sehen wir eh, was rauskommt. Ja, aber jetzt ist man Vierter. Sind wir Vierter und Sturm nicht gewonnen? Hoppala! Ja, ist zwar schön, aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir Rapid schlagen. Weil auf dem anderen soll man sich nicht verlassen. Und das, jetzt ist halt wichtig, dass wir es Gott sei Dank wieder in der eigenen Hand haben. Also allein deswegen, hoppala, finde ich, ist das wahnsinnig schade, dass der nächste Saison nicht mehr Admira-Trainer sein wird. Ja. Vielleicht findet auch Oliver Leder ähnliche Worte. Werden wir sehen, ne? Vielleicht wird der Sportdirektor Ernst Baumeister. Ja, ganze Saison ist schon ein Hopperla im positiven Sinn für die Admira. Also es gibt positive Hopperlas. Ja, das schon, ja. Also ich glaube, dass die zwei perfekt zusammen gearbeitet haben in dieser Saison. Und wenn der Ernst Baumeister in welcher Funktion auch immer nächstes Jahr auch dabei ist, glaube ich, das kann nicht schaden. Ernst Baumeister heute vor der Partie gegen Rapid in der Südstadt an der Seite von Constanze Weiß. Ja, noch ist er der Trainer, aber nächstes Jahr Sportdirektor Ernst Baumeister. Wie hört sich das an? Ja, hör ich das erste Mal heute. Hört sich nicht so schlecht an, aber schauen wir mal, was ist jetzt. Schauen wir mal, dass wir die Saison zu Ende spielen und dann machen wir die Planung für nächste Saison. Aber Sie könnten es sich vorstellen? Könnte ich mir vorstellen, ja. Dann reden wir noch ein bisschen über diese Saison heute, letzte Runde. Die Admira braucht eigentlich gar kein Hoppala von Sturm Graz mehr. Es liegt am Silbertablett, das Europa-League-Ticket. Ist man derzeit auf Wolke 7 hier in der Südstadt? Ja, sagen wir, das können wir auch sein nach der Saison. Egal, was jetzt noch nachkommt, die Saison ist so und so sensationell. Freilich, das ist heute und am Donnerstag, das war noch der Höhepunkt. Eine super Saison mit einem super Abschluss. Aber warten wir mal, ob es heute rauskommt. Sie haben ja sogar zwei Matchbälle. Welcher hat denn höhere Priorität? Welcher soll verwertet werden? Beide. Wenn es nach mir geht, beide. Aber höhere Priorität jetzt für mich, sage ich einmal, der Cupsieg. Weil in einem Jahr vor kann er mir einmal Vierter, Fünfter oder Sechster geworden sein. Aber Cupsieg ist ein Cupsieg und das merkt man sich. Aber wenn man jetzt eine Platzierung, quasi in einem halben Jahr schon keiner mehr. Gut, dann werfen wir mal einen Blick auf die Aufstellung. Die wissen wir jetzt zumindest noch. Christoph Gnasmüller zum zweiten Mal als Sechser. Da waren Sie in Wolfsburg sehr angetan von der Leistung. Erwarten Sie sich eben solches heute? Ich hoffe, dass er die Leistung bestätigen kann, weil wir in Wolfsburg der beste Mann am Feld. Für mich hat er überragende Partie gespielt. Ich hoffe, wenn er es heute bestätigen kann, glaube ich, schaut es gut aus, dass wir drei Punkte einfahren. Und dann gibt es ja drei Extra-Bietler in Ihren Reihen, einer in der Startelf bei Rami. Gehen Sie davon aus, dass die besonders aufgezuckert sind heute? Bis jetzt war es so. Wir haben auch noch vor gehabt gestern.
dass der Groß so auch anfängt. Aber haben sie den letzten Augenblick wieder anders überlegt. Vielleicht hilft uns dann mehr, wenn man die letzte halbe Stunde bringen muss. Gut, dann schauen wir, was passiert. Danke, Ernst Baumeister. Bitte. Wieder zurück ins Studio. Dankeschön. Und klar hat der Cupsieg Priorität, denn im Falle dessen würde die Admira ja auch etwas später in die Europa-League-Qualifikation einsteigen und sich eine Reise nach Kasachstan beispielsweise ersparen. Herr Rippe. So ist es. Die erste von zwei Matchbällen für die Admiraner, die gibt es heute. Der erste Matchball heute hier gegen Rapid. Das ist der Spielleiter Dominik Oschan. Und Rapid hat die Platzwahl gewonnen. Also, die Admira kann mit einem Sieg oder Unentschieden, oder wenn Sturm verliert, sogar mit einer Niederlage Platz 4 und den Europacup fixieren. Es hängt aber natürlich auch am Gegner, an Rapid. Und Zoran Barisic, der muss heute auf 11 Rapid-Spieler verzichten. Deshalb ist für ihn auch die Beantwortung der Frage, wer Favorit ist, sehr einfach. Definitiv Admira. Sie haben ganz gute Erfahrungen mit Rapid in der letzten Zeit gemacht. Haben ein Heimspiel gegen uns. Auf der anderen Seite, jetzt müssen sie liefern. Sie sind jetzt unter Druck, sie wollen nach Europa. Deshalb brauchen sie einen Sieg gegen uns. Und es wird ein ziemlich interessantes Spiel. Ich bin schon gespannt, was uns erwartet.